Was würdest du tun, wenn du an einem einsamen Strand festsitzt, von dem niemand weiß, wo er ist? Nur noch wenige Tage, dann wirst du verdursten und verhungern. Welche Fehler gemacht wurden, was du tun solltest und wie du den Todesstrand überlebst, das erfährst du hier in Wie besiegt man Solo. Dieser Mann ist kurz davor, in die schlimmste Lage seines Lebens zu geraten. Alvaro steigt mit seinen Freunden aus dem Wasser und Nello sagt ihm, dass er für dieses Leben nicht mehr geschaffen sei. Der ältere Mann sagt dem Surfer, dass seine Zeit auf der Insel bald zu Ende sei und Alvaro das schöne Meer genießen solle, solange er noch kann. An diesem Abend hängt der Surfer mit ein paar anderen Leuten am Strand ab. Als er die Ankündigung seines Freundes hört, die Insel zu verlassen und mit seiner neuen Freundin nach Kanada zu ziehen, ist er schockiert. Die Gruppe bezweifelt, dass er es ernst meint, aber der Mann gibt zu, dass er zu alt für dieses Leben wird und jemanden braucht, der sich um ihn kümmert, wenn er senil wird. Die Frau Yaisa kann es nicht fassen und stößt mit dem Rest der Gruppe an. In diesem Moment wendet der Freund seine Aufmerksamkeit Alvaro zu und bemerkt, dass dieser nicht mitfeiert. Er bezweifelt, dass der Mann sich für ihn freut, aber der Surfer reißt sich zusammen und hebt sein Glas. Wer wird dem Mann schon in seinem neuen Lebensabschnitt applaudieren? Die Gruppe klammert sich an den scheidenden Freund. Als Alvaro die Frau ansieht, beschließen sie, die Party zu verlassen und sich etwas Freiraum zu verschaffen, wo Yaisa fragt, warum der Mann so niedergeschlagen aussieht. Er versucht, das Thema zu ignorieren, aber sie drängt ihn, ihr zu erklären, was los ist. In diesem Moment sieht er, wie seine Ex-Freundin Ona mit einem anderen Mann zur Strandparty geht und es ist offensichtlich, dass er immer noch in sie verliebt ist. Yaisa tröstet ihn, indem sie darauf besteht, dass es nicht seltsam ist, dass er diese Gefühle hat, weil er das Mädchen nicht für sich behalten kann. Aber sie argumentiert, dass er nicht ihr Herz und ihre Freiheit haben kann und erklärt, dass sie immer für Spaß zu haben ist und ihr Leben lebt, aber selbst nie weiß, dass das nicht ewig so bleiben kann. Als Alvaro das hört, steht er auf, um seine betrunkene Ex-Freundin anzusprechen und geht direkt hinter ihr auf die Party zu. Er beginnt sich an sie zu schmiegen, aber sie dreht sich um und ist nicht erfreut, ihn zu sehen. Sie sagt ihm, er solle nüchtern werden, während ihr neuer Freund ihn anspricht. Alvaro stößt ihn zurück, bevor er geschlagen und zu Boden geworfen wird. Er hat sich völlig lächerlich gemacht und seinen Freunden bleibt nichts anderes übrig, als ihn mitzunehmen. Später geht Nello zum Auto des Mannes und reicht ihm einen Eisbeutel, sagt aber kein Wort. Sie wissen beide, dass er es vermasselt hat und der ältere Mann steigt zu ihm ins Auto, bevor Alvaro ihn fragt, was er auf dem Herzen hat, aber er hat keine Ahnung, dass er die schmerzhaftesten 48 Stunden seines Lebens überstehen muss. Okay, das ist deprimierend. Was dieser Typ erlebt, ist die harte Realität der Welt, die mit seiner Fantasie kollidiert. Das einzig Beständige ist, dass sich diese Welt verändert hat und wie man so schön sagt, du kannst versuchen, gegen den Strom zu schwimmen, so viel du willst und du wirst nirgendwo hinkommen oder du kannst mit dem Strom schwimmen, um etwas zu erreichen. Er verbringt viel Zeit damit, das Leben aufzuhalten wie ein Verrückter, der versucht, den Wind aufzuhalten und genau das führt dazu, dass er schlechte Entscheidungen trifft und alle, die ihm wichtig sind, von sich stößt. Würde er einen Schritt zurücktreten und seine Lage genauer betrachten, könnte er seine Vergangenheit loslassen und eine Zukunft für sich aufbauen. Wenn er aber wirklich seine Ex-Freundin zurückgewinnen will, geht er das auf die denkbar schlechteste Weise an. Hätte er Zugang zu der Weisheit gehabt, die die Menschen seit Tausenden von Jahren befolgen, hätte er diese Lage mit sehr viel mehr Anmut meistern und sich viel Ärger ersparen können. Die alte Samurai-Schule Natoriru lehrte einen Samurai alles, was er wissen musste, um ein Samurai zu werden, einschließlich des Verhaltens in sozialen Situationen. Natoriru Ishii-Sensei wusste, dass ein Samurai auf alles vorbereitet sein und sich jederzeit unter Kontrolle haben musste, um sich nicht zum Narren zu machen. Deshalb sagte er, dass Samurai nicht so viel trinken sollten, dass sie sich zum Narren machen. Es gibt unzählige Fälle, in denen sich Menschen betrunken haben und in wichtigen Angelegenheiten Verwirrung gestiftet haben. Deshalb sollten Samurai das nicht tun. Aber obwohl Alkohol nicht gut für dich ist, sehen wir, dass Alvaro genau das tut. Er trinkt, tut sich selbst leid, trinkt noch mehr und trifft dann schlechte Entscheidungen, die seine Chancen, seine Beziehung zu reparieren, gefährden. Hätte er dies bedacht und nur mäßig getrunken, hätte er leicht einen besseren Weg finden können, um mit der Ex zu tanzen. Wenn er sich hier von vorne genähert hätte, sodass sie ihn sehen konnte und sie gefragt hätte, ob sie tanzen wolle, sodass sie von Anfang an gewusst hätte, was los war und Nein hätte sagen können, wenn sie es nicht wollte. Diese Freiheit, Nein zu sagen, hätte die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sie Ja gesagt und mit den beiden getanzt hätte. Der andere Vorteil, nicht bis zum Exzess zu trinken, ist, dass er sich an diesen Moment erinnern und für die Menschen da sein kann, während sich dieses Kapitel seines Lebens schließt. Nello beschließt, ehrlich zu sein und sagt seinem Freund, dass er sich wie ein Idiot verhalten und seine Ex-Freundin verletzt hat.
Alvaro besteht darauf, dass er ihn nicht mehr belehren soll, was er nicht tun soll, aber Nello sagt ihm, er solle sich beruhigen und fragt sich, ob er eifersüchtig auf seine neue Beziehung ist. Alvaro schweigt, während sein alter Freund ihn weiter aufzieht und kommentiert, dass er das immer mache. Widerwillig gibt der Surfer zu, dass er enttäuscht ist, dass er seine Pläne, um die Welt zu surfen, aufgegeben hat. Nello fragt, ob er das wirklich glaube und gibt zu, dass er sehr verliebt sei und seinem Herzen folgen müsse, aber er erwähnt, dass es noch einen anderen Grund gäbe. Er wird Vater. Schockiert stützt sich Alvaro auf sein Lenkrad, unfähig zu glauben, dass dies ihr letzter gemeinsamer Moment sein wird. Nello lädt ihn ein, zu seiner neuen Familie nach Kanada zu kommen und erwähnt, dass er es ernst meint mit dem Kind und dass ihre Pläne, um die Welt zu surfen, nur Wunschdenken waren. Das macht Alvaro wütend und er stürmt aus dem Auto, gefolgt von seinem Freund. Dann verrät der Surfer, dass er für 8 Wochen Flüge zu einem Privathaus in Indonesien gebucht hat. Nello umarmt den Mann und entschuldigt sich, dass er ihn im Stich gelassen hat. Alvaro schimpft mit dem Freund, dass er sich verliebt hat und schenkt ihm die Tickets. Er besteht darauf, dass Nello die 2 Monate Flitterwochen verdient und geht zum Auto zurück. Der ältere Mann gibt zu, dass er die Tickets nicht haben will, aber Alvaro startet den Wagen und sagt seinem Freund, dass sie sich wiedersehen werden. Am nächsten Morgen weckt ihn der Wecker seines Handys und er nimmt einen Schluck Wasser und spuckt ihn sofort wieder aus. Ihm ist übel, weil er zu viel getrunken hat und er beschließt zu fahren, um einen klaren Kopf zu bekommen. Während er am Meer entlang fährt, hört Alvaro eine Sprachnachricht seiner Schwester, die ihn bittet, sie anzurufen und ihn daran erinnert, dass er vergessen hat, ihr zum Geburtstag zu gratulieren. Es ist klar, dass sie verärgert ist und sie erzählt, dass ihre Eltern ihn vermissen, aber dass ihr Vater wegen des wärmeren Wetters schwächer geworden ist. Seine Schwester hört auf, ihn zu belehren und sagt ihm, er solle sie bald anrufen, während Alvaro sich ein Surfbrett schnappt und zu einem geheimen Strand geht, denn er weiß jetzt, dass etwas Schreckliches passieren wird. Als er an der Klippe entlangläuft, verliert er plötzlich den Halt und rutscht den Abhang hinunter auf eine gefährliche Felswand. Alvaro hält sich fest und schaut auf ein Surfbrett, bevor ihn der Sand noch weiter nach unten schleudert. Der Mann hat schreckliche Angst und es besteht eine gute Chance, dass er stirbt, wenn er fällt. Okay, der Typ ist ein Idiot. Sein ganzes Leben ändert sich um ihn herum und er ist überfordert. Ich verstehe, dass er etwas Abstand braucht, um einen klaren Kopf zu bekommen, aber er hätte klüger sein können. Er hat das Haus verlassen, ohne jemandem zu sagen, dass er weggeht oder wohin. Und obwohl es wie eine Kleinigkeit aussieht, weiß er nicht, dass er gerade den größten Fehler seines Lebens gemacht hat. Wenn du das Haus verlässt, besonders wenn du dich an einem gefährlichen Ort begibst, ist es immer ratsam, den Menschen, die du zurücklässt, zu sagen, wohin du gehst, welche Route du nimmst, wann du gehst und wann du zurückkommst. So können sie dich finden, wenn es zu Hause einen Notfall gibt und das Telefon nicht funktioniert. Hätte er dies getan, hätten seine Freunde, als er nicht zu Hause ankam, auf der Route suchen können, auf der er sich befand und ihn ohne Probleme finden können. Da er es versäumt hat, diese einfache Sache zu tun, hatte er wenig Hoffnung, gerettet zu werden, was bedeutet, dass er sich auf niemanden außer sich selbst verlassen kann, wenn es brenzlig wird. Außerdem hat er ein bisschen mehr dabei als sein Handy und ein Surfbrett. Surfen ist immer ein bisschen gefährlich. Deshalb sollte er für alle Fälle ein Erste-Hilfe-Set, Paracord, ein Messer, ein Feuerzeug und eine Wasserflasche dabei haben. Man weiß nie, wann man das in der Wildnis braucht, denn in der Natur passieren unerwartete Dinge. Mit einer kleinen Handvoll Ausrüstung könnte er es viel einfacher haben, aber so wie es aussieht, wird er in einer Lage, in der es um Leben und Tod geht, das Beste aus dem machen müssen, was er hat, denn er wird nicht den Luxus haben, spezielle Werkzeuge für seine Arbeit zu haben. Der Surfer hat keine Ahnung, dass ihm die schlimmste Zeit seines Lebens bevorsteht, denn er hat sich verirrt, ohne Proviant mitzunehmen und ohne jemandem zu sagen, wohin er geht. Alvaro krallt sich mit den Fingern in den Sand, aber das reicht nicht aus, um ihn stabil zu halten. Der Mann rutscht weiter. In diesem Moment bekommt er eine Nachricht auf sein Handy und greift danach, aber er rutscht immer näher an den Rand der Klippe. Alvaro kämpft weiter um seine Lage und versucht, seinen Rucksack zu öffnen. Das Handy vibriert weiter. Er verliert plötzlich den Halt und rutscht auf die Abbruchkante zu. Der Surfer kann sich noch festhalten, während die Wellen unter ihm mit voller Wucht gegen die Felsen hämmern, aber es ist klar, dass es kein Zurück mehr gibt. Er überlegt schnell. Immer wieder zählt er bis 10, schaut, wann die Wellen kommen, bevor er sich von der Klippe ins Wasser stürzt und sich auf dem Weg nach unten brutal an der Hüfte verletzt. Mit aller Kraft schwimmt Alvaro an die Oberfläche und sucht sich einen sicheren Platz zum Ausruhen. Er schafft es, zum großen Gang zu kriechen und das Wasser auszuspucken. Er schluckt, merkt aber, dass seine Lage viel gefährlicher geworden ist. Als er auf seine Hand schaut, sieht er, dass sie schrecklich zerfetzt ist und nimmt sich einen Moment Zeit, um die Lage zu begutachten, bevor er versucht aufzustehen. Plötzlich knickt seine Hüfte ein und er kippt mit dem Gesicht nach unten in den Fels, wo er ohnmächtig wird.
Im Traum ist Alvaro am Strand, wo ihn seine Ex-Freundin Ona findet. Sie fragt scherzhaft, ob sie noch zusammen sind und setzt sich neben ihm, um sich über die Hitze zu beklagen. Doch dann fragt Ona, warum sie an diesen Ort gebracht wurde und erinnert sich an ein privates Abendessen in den Dünen. Eine Erinnerung an bessere Zeiten. Aber dann besteht die Frau darauf, dass sie ihn nicht mehr liebt und der Surfer wacht im Sitzen auf. Er untersucht seine Wunden und stellt fest, dass seine Hände nicht aufhören zu bluten. Zum Glück kann er die Zehen noch bewegen, ist also nicht von der Hüfte abwärts gelähmt und nimmt seinen Rucksack ab, um nach dem Telefon zu sehen. Der Surfer stellt fest, dass es kaputt ist und sich außer diesem Buch nicht viel darin befindet. Es ist eine verzweifelte Lage, denn Alvaro hat kaum eine Chance, diesen schrecklichen Sturz zu überleben. Okay, das ist schrecklich. Er war nur zu Fuß unterwegs, als er durch einen Fehltritt die Sanddüne runterrutschte und direkt auf eine Klippe zusteuerte. Wenn er nicht schnell überlegt und etwas unternimmt, um sich abzubremsen, wird er diesen Felsen als letztes sehen. Abgesehen davon hat er die Lage nicht besonders gut gemeistert. Wenn du deine Hände so in den Sand steckst, hilft dir das nicht viel. Und wenn du aus dieser Höhe mit diesen Felsen ins Meer springst, ist eine Verletzung vorprogrammiert. Wenn ich hier wäre, würde ich versuchen, die Welle nicht zu timen und auf das Beste zu hoffen. Ich würde versuchen, mich abzubremsen, indem ich dem Sand den Rücken zuwende und meine Arme ausbreite, um so viel wie möglich abzufangen. Auch mein Rucksack würde sich in den Sand eingraben und möglichst viel Fläche zum Stehen haben. Danach wäre es ein leichtes, mit unserer neuen Plattform einen Weg zurück in die Sicherheit zu graben. Entweder das oder wir bleiben hier und rufen per Telefon um Hilfe. Das gilt auch für den Rest der Situation, aber in einem Überlebensszenario ist es am besten, sich nicht zu bewegen, es sei denn, du hast einen klaren und unmittelbaren Grund dafür. Je öfter du deine Position änderst, desto schwieriger wird es für deine Retter, dich zu finden. Trotzdem besteht die Möglichkeit, dass wir in etwa in der gleichen Position landen und ich würde versuchen, die Klippe bis zu diesem Vorsprung runterzuklettern, anstatt direkt ins Wasser zu springen. Ich würde mich nicht darauf verlassen, dass die Wellen meinen Sturz auffangen, also würde ich hier zum Strand hinunterklettern und mir einen Weg nach draußen bahnen, ohne mich absichtlich an der Klippe zu verletzen. Sollte ich dennoch fallen, würde ich natürlich versuchen, eine richtige Bauchlandung zu machen, indem ich auf den Fußballen lande und in die Knie gehe, um die Wucht des Sturzes abzufangen. So ist das Risiko, sich ernsthaft zu verletzen, geringer. Hätte er das gemacht, anstatt in das steinige Wasser zu fallen, hätte er sich wahrscheinlich keine Knochen gebrochen und seine Verletzungen wären weit weniger schwerwiegend gewesen. Leider hat er das nicht geschafft und jetzt, wo er schwach ist, wird es ihm noch viel schlechter gehen. Alvaro schreit um Hilfe, aber es hilft nichts. Niemand ist da, um ihn zu hören, also zieht er sein Hemd aus, um die offene Wunde an der Hand zu verbinden, während er mitten am Ozean feststeckt und es keinen Ausweg gibt. Erschöpft legt er sich hin und schaut in den Himmel, um ein Flugzeug zu sehen, das zu weit über ihm fliegt, um seine Hand zu sehen. Er wird ohnmächtig und merkt nicht, wie der Rest der Sachen ins Meer fällt. Später wacht Alvaro auf und sieht sich nach einem Ausweg um, in der Hoffnung, wieder an Land zu kommen. Er ist entweder von Felsen oder von Wasser umgeben und erkennt, dass das Beste, was er tun kann, um zu überleben, ist, gegen die Schmerzen anzukämpfen und zu versuchen zu schwimmen. Er setzt seinen Rucksack auf und schiebt seinen gebrochenen Körper mühsam ins Meer, wobei er darauf achtet, sich nicht die Hüfte zu verletzen. Alvaro stößt sich vom Felsen ab und schwimmt mühsam durch das Wasser, während er aufgrund der Verletzungen seinen Kopf kaum über Wasser halten kann. Er paddelt ins offene Wasser und sucht einen Strand in der Nähe. Als er plötzlich Krämpfe im Unterleib spürt, blutet er aus seinem zerschmetterten Becken und sinkt ins Wasser, während er um sein Leben kämpft, um sich über Wasser zu halten. Alvaro ist gefangen zwischen Auftauchen und Versinken, bis er schließlich aufgibt. Erschöpft fällt er ins Wasser und hat eine Nahtoderfahrung. Zurück am Strand schildert er seiner Ex-Freundin die Lage und entschuldigt sich für alles. Sie weist ihn darauf hin, dass er nicht ehrlich über seine Gefühle gesprochen hat und zählt auf, was er alles hätte sagen sollen. Sie ist eine Manifestation seiner Schuldgefühle darüber, wie er alle in seinem Leben behandelt hat, besonders sie, und besteht darauf, dass er weitermachen muss. In diesem Moment wacht er unter Wasser auf und schwimmt mit aller Kraft zurück an die Oberfläche. Alvaro hat eine außerkörperliche Erfahrung, als er an die Oberfläche kommt und sich vorstellt, wie Ona in die Fluten hinausgeht und bemerkt, wie sein richtiger Körper an den Strand kriecht. Er versucht, seiner Ex-Freundin zu folgen, aber seine Wunde versagt und er bricht auf dem Boden zusammen. Plötzlich wacht Alvaro auf, nachdem er es geschafft hat, sich mit einem in den Sand gerammten SOS-Zeichen an Land zu retten. Es ist 24 Stunden her, dass er von der Klippe gestürzt ist. Er ist schon einen ganzen Tag hier und die Lage wird von Stunde zu Stunde schlimmer. Da entdeckt er etwas, das von der Flut angeschwemmt wird und erkennt, dass es sein Surfbrett ist. Da er weiß, dass er es vielleicht noch brauchen kann, kriecht er langsam dahin, aber die Flut kommt zurück. Er hat nur noch wenige Sekunden, bis sein Surfbrett weggeschwemmt wird und er rennt so schnell er kann, aber es ist zu spät.
Die Wucht der Wellen drückt Alvaro direkt gegen die zerklüftete Felswand und er verliert das Bewusstsein. Okay, er hätte wirklich besser auf sein Handy und sein Buch aufpassen und sie sofort wieder in die Tasche stecken sollen, nachdem er nach ihnen geschaut hat. In so einer Lage ist alles seine Ressource. Mit dem Handy kann er zwar nicht seine E-Mails checken, aber der Bildschirm reflektiert immer noch, sodass er es als improvisiertes Signal nutzen und Hilfe rufen kann. Das ist zwar nicht so gut wie ein echter Signalspiegel und es besteht immer noch die Möglichkeit, dass jemand das Signal übersieht, aber es ist ein Versuch wert, wenn man sonst nicht viel tun kann. Er hätte sich wohl auch einen Tag ausruhen sollen, dann wäre er in etwas besserer Verfassung gewesen, um wirklich schwimmen zu gehen. Und er hätte den Rettungskräften eine bessere Chance gegeben, ihn zu finden, wenn er an Ort und Stelle geblieben wäre, während er mit seinem Telefon alles, was sich bewegt, um Hilfe gebeten hätte. An seiner Stelle würde ich meine gebrochene Hüfte mit meinem Hemd und nicht mit der Hand behandeln. Ich habe versucht, meine Hüfte zusammenzubinden, damit mein Bein beim Schwimmen nicht in der Strömung hin und her rutscht, was die Verletzung nur verschlimmert hätte. Die Hand ist zwar schwer verletzt, aber das Hemd tut meiner Hand beim Schwimmen keinen Gefallen. Ich würde auch versuchen, den Rucksack vorm Schwimmen mit Luft aufzublasen, so habe ich eine Art improvisierte Schwimmhilfe. Das funktioniert vielleicht nicht, wenn der Rucksack nicht wasserdicht ist, aber wenn man bedenkt, dass dieses Buch trocken war, stehen die Chancen gut. Solange der Rucksack keine Löcher hat, könnte alles gut gehen. Mit zusammengebundener Hüfte und einem schwimmenden Rucksack würde ich auf Ebbe warten, bevor ich die Flucht ergreife, denn in diesen Wellen unter Kontrolle zu schwimmen ist fast unmöglich, wenn wir völlig unverletzt wären. Aber wenn man es bis zum Strand geschafft hat, sollte man auf keinen Fall versuchen, mit gebrochener Hüfte das Surfbrett zu jagen. Das mag zwar verlockend sein, aber es besteht wenig Hoffnung, dass er das Brett rechtzeitig erreicht, um es zu fangen. Und dann hast du deinen Körper den ganzen Weg dorthin geschleppt, deine ganze Energie umsonst vergeudet und dich umsonst in eine schlechtere Lage gebracht. Später wacht Alvaro auf, als die Wellen ihn zurück ins Meer spülen. Er versucht, sich über Wasser zu halten und wird hin und her geschleudert, bis er in der Nähe dieses Felsens landet. Alvaro versucht, seinen Rucksack daran zu befestigen und sieht, wie er immer wieder abrutscht, bis er ihn festhalten kann, aber dann sieht er in der Ferne einen Hubschrauber vorbeifliegen. Alvaro schreit um Hilfe, aber es ist zu spät und der Vogel fliegt davon, ohne ein Zeichen zu geben, dass er zurückkommen wird. Er wird ohnmächtig und wacht auf, als ihn eine Möwe in die verletzte Hand beißt. Er versucht, seinen Rucksack vom Felsen zu ziehen, aber der Riemen reißt und er stürzt zu Boden, wobei er sich weiter verletzt. Er kriecht weg und findet eine Dose Limonade, aber als er nachsieht, wie voll sie ist, stellt er fest, dass sie nur Meerwasser enthält. Enttäuscht kriecht er weiter ins Landesinnere und stellt fest, dass sich ein Angelhaken in seinem Arm verfangen hat. Es gelingt ihm zwar, ihn herauszuziehen, aber es ist zu viel für ihn und er wird vor Schmerzen ohnmächtig. In der Nacht erwacht Alvaro, legt sich auf einen Felsen und schaut in den Himmel. Er weiß, dass seine Chancen auf Rettung immer geringer werden und er keine Zeit verlieren darf. Schnell packt er die Vorräte zusammen, eine Wasserflasche, ein Brett und eine Tasse, die er zum Überleben braucht. Während er sich über den Strand schleppt, macht er neben den riesigen Felsen eine Pause und lehnt sich mit dem Rücken dagegen. Er wühlt im Sand, um ein paar Zentimeter unter der Oberfläche vergrabene Netze freizulegen und schaufelt mit dem Becher weitere Erdklumpen heraus. Er nimmt ein Stück Alufolie und klebt es in den neu entstandenen Graben. Der Surfer hat kein frisches Wasser und uriniert in seinen Wasserfänger in der Hoffnung, seinen Urin trinken zu können, aber er stellt fest, dass er voller Blut ist und nicht trinkbar. Später sitzt Alvaro in der Flut, taucht seine Hand ins Meerwasser, um die Schnittwunde zu desinfizieren und schreit vor Schmerzen. Dann wirft er Sandklumpen auf die verletzte Hand, um die Blutung zu stoppen, bevor er sich in Sicherheit bringt. Mit einem Fischernetz und Alufolie bedeckt er die Wunden und hält sich warm. Plötzlich hört er in der Ferne ein Donnern und sieht ein heftiges Gewitter auf sich zukommen. Er zwingt sich aufzustehen, denn er weiß, dass es bald regnen wird und dies vielleicht seine einzige Chance ist, frisches Wasser zu finden. Er steckt seine Alufolie in ein Loch und stellt seinen Becher auf einen Felsen, um ihn als Wassersammler zu nutzen. Als er ein paar Regentropfen auffängt, trinkt er den ersten Schluck frisches Wasser seit über 24 Stunden und schreit um Hilfe, bekommt aber keine Antwort. Es ist klar, dass niemand in der Nähe ist, der ihn retten könnte, und der Mann verliert die Hoffnung. Da er nichts anderes zu tun hat, wickelt er sich wieder in die provisorische Decke ein, voller Angst zu sterben, aber entschlossen, um jeden Preis zu überleben. Okay, das ist schlecht. Seine Lage verschlechtert sich rapide und wenn er noch mehr Schläge auf den Kopf bekommt, kann er vielleicht nicht mehr klar genug denken, um sich am Leben zu halten. Alvaro muss irgendwie in Sicherheit kommen, damit er nicht ertrinkt, weil er das Bewusstsein verliert. Und dieser Vogel hilft ihm nicht. Er muss sich darauf konzentrieren, Probleme zu lösen, anstatt sich darauf zu konzentrieren, nicht zu sterben. In einer solchen Lage ist es ganz natürlich, über den Tod nachzudenken, aber wenn der Gedanke nicht hilft, ist er nicht willkommen.
Dieses Konzept stammt aus einer alten Tradition und wurde von Jeremy Weber in eine moderne Form gebracht. Es ist eine kraftvolle Technik, über die Anthony Mativier in seinem TED-Talk spricht. Das Beste daran ist, dass die Grundmethode super schnell und einfach ist, kein spezielles Training erfordert und du sie sofort anwenden kannst, sobald du sie kennst. Alles, was du tun musst, ist, dir die zwei folgenden Fragen zu stellen. Sind meine Gedanken nützlich und wie verhalten sie sich? Wenn du dir diese Fragen stellst, wirst du in der Lage sein, störende Gedanken auszusortieren und produktivere Gedanken zu erkennen. Das hört sich vielleicht zu einfach und simpel an, aber das war die Methode, mit der Marcus Antonius seine Depression im Griff bekam, und sie wird von beiden Seiten und von Jahrtausenden alter Weisheit unterstützt. Abgesehen davon gibt es einige nützliche Dinge, die er tun könnte, während er hier festsitzt. Er hätte zum Beispiel versuchen können, die Möwe zu fangen und zu töten, aber jetzt hat er sein Mittagessen. Apropos Mittagessen, hätte er den Angelhaken behalten, hätte er sich eine improvisierte Angel bauen können und eine weitere Nahrungsquelle gehabt. Er hätte sogar die weniger essbaren Teile der Möwe als Köder verwenden können. Und abgesehen davon macht er jetzt einen guten Job beim Sammeln und Aufbewahren von Ressourcen. In einer solchen Lage musst du dich immer darauf konzentrieren, deine Lage zu verbessern, um aus der Abwärtsspirale rauszukommen. Sich in der Gegenwart sicherer zu machen, ist wichtiger als einfach zu fliehen, denn du kannst nicht fliehen, wenn du deine Grundbedürfnisse vernachlässigst und am Ende stirbst. Am nächsten Tag ruht sich Alvaro auf der anderen Seite des Felsens aus, seine Hand umklammert ein Nagelbrett. Als er bemerkt, dass ein Vogel kommt, um sein Fleisch zu fressen, versucht er, das Brett nach ihm zu schwingen, verfehlt ihn aber und verflucht die Möwe, weil sie ihn lebendig fressen will. Seit 48 Stunden hat er nichts mehr gegessen und ist am Verhungern. Da hört er plötzlich sein Telefon klingeln und schaut sich um, von wem und woher der Anruf kommt. Plötzlich bemerkt er, dass es aus dem Sand kommt und kriecht den Strand hinunter. Er gräbt in der Erde, als er das Klingeln immer lauter hört. Als er sein Handy unter dem Sand entdeckt, holt er es heraus und erhält einen Videoanruf von seinen Eltern. Er erzählt ihnen, dass er einen Unfall hatte und dringend Hilfe braucht. Er erklärt ihnen, dass er mit kaputter Hüfte nicht laufen kann. Aus irgendeinem Grund ignorieren seine Eltern seine Worte und sagen ihm, dass er sie anrufen soll, bevor er nach Madrid zurückkehrt, denn sie haben eine Überraschung für ihn. Als er das sieht, lächelt er, sagt seinen Eltern, dass er sie liebt und gesteht, dass er es ihnen auch nach all der Zeit nicht sagen konnte. Seine ältere Schwester schaltet sich in den Videoanruf ein und Alvaro fragt sie, ob sie stolz sei, dass er sich endlich mit seinen Eltern verstehe und zum ersten Mal seit Jahren ein richtiges Gespräch führe. In diesem Moment bricht der Mann in Tränen aus, denn ihm wird klar, dass das, was er am Telefon sieht, eine Halluzination ist und dass er, wenn er am Strand bleibt, entweder verhungern oder verdursten wird. Er erzählt seinen Eltern, dass er versucht hat, seinen eigenen Urin zu trinken, aber festgestellt hat, dass er voller Blut ist. Es ist schrecklich für ihn, das zuzugeben, und zu diesem Zeitpunkt kann Alvaro nichts tun, um zu entkommen oder zu überleben. Um sich zu trösten, krabbelt er zum Surfbrett und bemerkt, dass das Muster auf der Oberfläche ein Totenkopf ist. Er lacht und amüsiert sich über die Ironie, aber dann beginnt er wieder zu halluzinieren und steht auf, um seine Freunde zu sehen, die ihm zum Surfen einladen. Fröhlich rennt er zum Meer und geht mit den anderen Surfern schwimmen. Es ist ein wunderschöner Moment, von dem Alvaro weiß, dass er nicht real ist, und obwohl er ohne Ausweg an diesem Strand festsitzt, verspricht sich der Mann, dass er nicht sterben wird. Okay, sein geistiger Zustand verschlechtert sich rapide, und wenn er es nicht unter Kontrolle hat, wird er hier sterben und von einem Leben halluzinieren, das er nie zu Ende führen konnte. Die Dehydrierung und die Verletzungen machen ihm zu schaffen, und wenn er sich nicht konzentrieren kann, wird er nicht weit kommen. Zum Glück gibt es eine einfache Übung, die ihm hilft, die Halluzination hinter sich zu lassen, sie schneller zu erkennen und sich auf sein Ziel zu konzentrieren. Das Beste daran ist, dass diese Übung überall und jederzeit ausgeführt werden kann und jedem die nötige Konzentration und Ruhe verleiht, um jede Lage zu meistern. Alles, was er tun muss, ist, sich auf seinen Atem zu konzentrieren. Wenn er sich auf seinen Atem konzentrieren kann, kann er, wenn er merkt, dass seine Gedanken abschweifen, seine Aufmerksamkeit wieder auf seinen Atem richten, ohne zu urteilen. Diese Technik ist als Achtsamkeitsmeditation bekannt und wird seit Jahrtausenden von buddhistischen Mönchen praktiziert, um zur Erleuchtung zu gelangen. Und nicht nur das. Im Laufe der Jahre haben Hunderte von Studien gezeigt, wie verwandelnd diese Praxis sein kann, und es gibt sogar einige, die ihr Potenzial bei Menschen mit Schizophrenie nachgewiesen haben. Es hält sie nicht davon ab, zu halluzinieren, aber es hilft ihnen zu erkennen, wann sie eine Wahnvorstellung haben. Und es hilft ihnen, ruhig zu bleiben, bis die Episode vorüber ist. Wäre er in der Lage gewesen, klarer zu denken, hätte er daran denken können, sich mit einer Halskette oder dem Netz am Surfbrett festzuhalten, um nicht runterzufallen, wenn er das Bewusstsein verliert. Hätte er beides getan, wäre er viel sicherer gewesen, wenn er versucht hätte, seinen Fluchtplan umzusetzen, indem er ins Meer geschwommen wäre, und er hätte sich keine Sorgen machen müssen, dass er die Konzentration verliert oder sich nicht schnell genug bewegen kann. Er hätte die Schmerzen überwinden können, wenn er die Halluzinationen ignoriert hätte und zittrig geworden wäre.
Ein großer Teil des Überlebens hängt von der Einstellung und dem Umgang mit dem Zustand ab. Mit der falschen Einstellung kann man einen klaren Weg vor sich haben und ihn nicht sehen. Oder man hat eine Gelegenheit, die sich nur für eine Sekunde bietet und verpasst sie, weil man zu sehr damit beschäftigt ist, sich selbst zu bemitleiden. Als Alvaro das Kreischen der Möwen in der Nähe hört, bemerkt er, dass mehrere angekommen sind und sagt den Vögeln, sie sollen verschwinden, bevor sie ihn bei lebendigem Leibe auffressen. Es ist eine erbärmliche Lage, an der sich kaum etwas ändern wird, doch als der Mann auf den Ozean hinausblickt, sieht er plötzlich in der Ferne die Silhouette eines Bootes. Mit neuer Hoffnung schnappt sich Alvaro sein Brett, schleppt sich zum Meer und erreicht das Wasser. Er schafft es bis ans Ufer und schwimmt zum ersten Mal seit dem Unfall wieder ins offene Meer. Doch es gibt ein Problem. Als er sich nach dem Boot umsieht, stellt er fest, dass niemand da ist. Und weil er keine Kraft und keine Hoffnung mehr hat, lässt er das Brett los und sinkt unter die Wasseroberfläche. Er beginnt zu halluzinieren, wie er mit Ona zu Abend isst, aber als sein Gehirn langsam versagt, springt ein Taucher ins Wasser. Der Mann wird an die Oberfläche gezogen und mit dem Hubschrauber zurück in die Zivilisation gebracht. Einige Tage später spricht er mit seinem Freund Nello im Krankenhaus und Alvaro gesteht ihm, dass er die ganze Zeit eifersüchtig auf die neue Beziehung des Mannes war und seine Gefühle ausgelebt hat. Er gratuliert Nello und hofft, dass sein Kind so aufwachsen wird wie er, gibt aber zu, dass er nicht dasselbe Leben führen kann. Er fühlt sich schuldig, weil er seinen Vater wegen dessen Arroganz jahrelang nicht umarmt hat und jetzt, wo er kränker wird, kann Alvaro nichts tun, um ihm zu helfen. Nello merkt, dass sein Freund sich verändert hat und so kommt der Surfer auf Ona zu sprechen, denn er weiß, dass sie nie zusammen sein werden, egal was passiert. Der Mann gibt zu, dass er nie wirklich verliebt war und das Mädchen als Retterin von all seinen Problemen gesehen hat, aber jetzt sind diese Gefühle verblasst und er muss sie gehen lassen. Diese Erfahrung hat ihm eine neue Perspektive und eine wichtige Lektion über das Leben gegeben. Wenn du dir keine Therapie leisten kannst, ist der schnellste Weg zum Durchbruch, wenn du fast am Strand stirbst. Aber was denkst du? Wie würdest du Solo besiegen? Lass es mich wissen und lass gerne einen Kommentar da. Vielen Dank wie immer fürs Zuschauen. Vergiss nicht, in unsere Playlist zu schauen für noch mehr Wie besiegt man Videos wie dieses. Und dann hab noch einen verdammt guten Tag.